Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn es ist heute mal wieder Donnerstag und ihr wisst natürlich, was das heißt. Es wird wieder Zeit für eine neue Eventwoche in GTA Online und diese schauen wir uns natürlich mal wieder von Anfang bis Ende an in diesem Video, damit ihr nichts verpasst. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, Video geht los, viel Spaß dabei. So, und jetzt zu Beginn kommen wir mal ganz klassisch und ohne viel drumherum geredet natürlich zum ersten neuen Gratisfahrzeug. Und da steht heute natürlich mal wieder im Casino und das ist aktuell der Dinka RT 3000. Lol, also genau derselbe Wagen wie letzte Woche, so ein Mist, aber auch hier möchte ich nämlich kurz anmerken, es ist tatsächlich so, heute ist auf dem Podium immer noch derselbe Wagen wie letzte Woche, es kann jetzt eventuell sein, dass es sich hier um einen Fehler auf der Rockstar Games Seite handelt, also das heißt, dass vielleicht heute im Laufe des Tages eventuell noch ein neues Casino Auto erscheint, deswegen würde ich euch einfach mal vorschlagen, wenn ihr zum Beispiel heute Abend nochmal Zeit habt, schaut euch dieses Video nochmal an und schaut dann im angepinnten Kommentar vorbei, denn wenn ein neues Auto auf dem Casino erscheinen wird, dann werde ich das natürlich unten in dem angepinnten Kommentar reinschreiben. Jetzt aber zum Zeitpunkt dieses Videos ist halt kein neues Fahrzeug da, deswegen kann ich jetzt einfach nur sagen, diese Woche gibt es dasselbe Fahrzeug wie letzte Woche, das ist der Dinka RT 3000, der ist ziemlich tunbar, ist ein Cabrio, was natürlich im Sommer nice ist und ich meine, mein Gott, die Kiste ist halt kostenlos, also klicke jetzt gerne mal hier oben rechts, wendet den Glücksradtrick an und urteilt selber über den Wagen, wenn er euch gefällt, behaltet ihn dann einfach und wenn nicht, dann könnt ihr ihn ja auch getrost in die Tonne kloppen. Anschließend kommen wir jetzt mal zum zweiten kostenlosen Fahrzeug und da steht natürlich im LSK-Meet aktuell ist das nämlich der Bravado Gauntlet Classic und um dieses Muscle Car für Lau zu bekommen, müsst ihr einfach nur 3 Tage lang in Folge unter die Top 5 in der Straßenrennserie kommen, welche ihr ja ganz normal über euer Handy starten könnt. So, lohnt sich denn jetzt auch dieser Wagen für diese exorbitante Anstrengung? Ja, also wenn man auf Muscle Car steht, dann natürlich schon, ansonsten wird man vielleicht nicht so super glücklich mit dem Wagen. Aber mal kurz zur Performance. Also das Handling ist jetzt leider nicht ganz so perfekt, dafür sind die Bremsen bei dem Wagen aber wirklich top. Höchstgeschwindigkeit kann sich dann auch noch sehen lassen. Die Höchstgeschwindigkeit ist ganz in Ordnung, dafür hat der Wagen aber eine ziemlich gute Beschleunigung. Allerdings muss man sagen, ist dieser Gauntlet Classic einfach nicht der schnellste aller Muscle Cars, da gibt es einfach leider noch schnellere. Aber falls ihr ein Fable für Muscle Cars habt, dann werdet ihr mit diesem Wagen auf jeden Fall glücklich. Und jetzt würde ich mal sagen, kommen wir direkt mal zum dritten kostenlosen Fahrzeug, denn ja, diese Event Woche gibt es wieder ein weiteres Fahrzeug für jeden von euch kostenlos. Das kann man sich ganz einfach bestellen, ohne irgendwelche Sachen zu erfüllen, kein Glücksrad drehen, keine Rennen gewinnen. Einfach nur ins Internet gehen, dann auf Southern San Andreas Supersport Series Autos gehen, nach dem Preis sortieren und sich dann die Western Sauvain für 0 Dollar gönnen. Das ist dann nämlich die Western Sauvain, besser bekannt als das Independence Day Motorrad, denn das gibt es aktuell für 0 Dollar für jeden. Und ich denke, ich muss hier gar nicht viel zu sagen. Ihr wisst ja, maybe am 4. Juli, also in 5 Tagen, ist in den USA Unabhängigkeitstag und da gibt es halt jedes Jahr dieses Motorrad kostenlos. Hat jetzt halt einfach nicht die beste Performance, dafür hat das Motorrad aber einfach ein einzigartiges Design und es hat auch einen Exklusivstatus, denn man kann dieses Motorrad wirklich nur 7 Tage lang im Jahr bestellen, nämlich in der Eventwoche des 4. Juli und die ist halt aktuell. Also holt euch das Motorrad einfach gerne, um wirklich ein seltenes Fahrzeug zu besitzen, denn bestellt ihr es euch jetzt in den nächsten 6 Tagen, dann wird dieses Motorrad für immer in eurer Garage sein und das ist natürlich eine ziemlich schöne Sache. So und apropos schöne Sachen, jetzt kommen wir mal zu den Möglichkeiten, wie man diese Woche wieder viel Geld verdienen kann. Da gibt es an der Zahl nämlich insgesamt 4 verschiedene Geldverdienmöglichkeiten. Als erstes gibt es nämlich 3-fache GTA-Dollar und RP auf die Independence Day Landrennen. Vielleicht denkt ihr jetzt, Independence Day Landrennen, die habe ich aber überhaupt noch nicht gehört. Das liegt einfach daran, dass die einfach schon fast 9 Jahre alt sind. Diese Rennen wurden im Jahre 2013 hinzugefügt und beinhalten einmal diesen großen Monster Truck. Ihr seht ja auch gerade ein Foto davon und halt eben dieses Motorrad, was wir uns gerade angeschaut haben. Kann man jetzt natürlich machen. 3-fache GTA-Dollar Bezahlung ist ganz in Ordnung. Allerdings ist das halt einfach nur hier drin, weil Independence Day ist und es ist keine Möglichkeit, um super gut reich zu werden. Dafür kann man aber die nächsten Möglichkeiten benutzen. Denn es gibt immer noch 3-fache GTA-Dollar und RP auf die ganzen Konkurrenzkämpfe in GTA Online, die ja zum Beispiel in der Eisengießerei sind oder auf dem Flugzeugträger. Falls das aber auch nichts für euch ist, dann gibt es noch 3-fache GTA-Dollar und RP auf den
Running Gag Remix Gegnermodus. Den kann ich euch auch wirklich ans Herz legen. Das ist nämlich einfach ein Gegnermodus, der super viel Spaß macht. Und mit dreifacher GTA-Dollar-Bezahlung und natürlich dreifachen GTA-RP kann man da wirklich eine ganz gute Summe verdienen. Und wenn man das natürlich Freunde in GTA Online hat, dann ist das natürlich noch viel einfacher. Denn ihr wisst es ja, den Gegnermodus kann man nicht alleine spielen. Aber wenn ihr jetzt ein Solo-Spieler seid, ist das auch kein Problem, weil wirklich immer viele Leute da mitmachen wollen. Also ihr werdet sehr schnell eine Lobby finden, wo ihr einfach starten könnt. Ja, und zu guter Letzt gibt es da noch einen kleinen Klassiker. Es gibt nämlich doppelte GTA-Dollar und RP auf die ganzen Lester-Kontaktmissionen. Die sind zwar auch schon wieder alle alt in GTA Online, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Die machen halt trotzdem Spaß. Und ja, mit doppelter Bezahlung wird man nicht reich, aber Bezahlung ist halt doppelt. So, Freunde, ihr kennt mich aber vielleicht. Es gibt nämlich immer noch ein weiteres Angebot für euch. Wenn ihr nämlich vielleicht überhaupt nichts mit Arbeit in GTA Online anfangen könnt, dann wäre es vielleicht jetzt Zeit für einen Money Boost von Loot for Games. Denn eventuell ist es ja so, dass ihr vielleicht einfach nur reich sein wollt und euch nie wieder Geldsorgen in GTA Online machen möchtet. Dann ist das nämlich wirklich der perfekte Anbieter für euch. Außerdem gibt es gerade noch eine ziemlich gute Aktion, denn es gibt immer noch 20% mehr Geld auf jeden bestellten Money Boost für egal welche Konsole. Das heißt PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und den PC. Wenn ihr also Bock habt, Multimillionär in GTA Online zu werden, dann bestellt gerne mal bei meinem Partner. Erster Link in der Videobeschreibung. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn die normale Arbeit in GTA Online nichts für euch ist. Jetzt kommen wir aber natürlich nochmal zurück zur Eventwoche, denn ihr wisst es, jetzt gibt es mal wieder eine Sache, die es schon lange nicht mehr gab in GTA Online, nämlich kostenlose Anziehsachen. Und ihr wisst, das sind immer die krassesten Sachen in GTA Online. Das ist wirklich immer der absolute Top-Tier-Shit. Denn wenn ihr diese Woche an den Konkurrenzkämpfen teilnehmt, gibt es insgesamt 5 Bierhelme für euch kostenlos. Ihr bekommt natürlich nicht alle auf einmal, es gibt immer nur einen und dann muss man weiterspielen. Aber naja, ihr seht ja gerade 4 Fotos davon. Shoutout an Tessfan, von denen habe ich nämlich die Fotos. Also, wenn ihr Bierhelme wollt, dann gönnt ihr euch. Kleine Trivia, 2013, 2014 waren die echt begehrt. Da gab es sie immer mit solchen Spezialkisten, die abgeworfen worden sind. Aber naja, seitdem hat sich eigentlich keiner mehr um sie geschert. Die sehen halt lustig aus, aber das war's dann auch schon. So, und jetzt kommen wir natürlich nochmal zu den ganzen Rabatten, die es diese Woche gibt. Und passend zum Thema kann ich direkt mal sagen, es gibt 50% Rabatt auf den ganzen Independence Day Content. Das bedeutet, auf die ganzen Anziehsachen, die es gibt, da gibt es wirklich viel. Auf das Make-up, da gibt es auch wirklich viel. Auf die Waffenlackierungen und natürlich auch auf den Silvester-Raketen-Feuerwehr-Schießer, den es da bei Los Santos Custom, bist du behindert, den es bei Ammunition gibt. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Rabatten, mit denen man auch wirklich was anfangen kann, denn es gibt 40% Rabatt auf die Basen inklusive der Renovierungen in GTA Online. Vielleicht denkt euch jetzt, Basis, wofür brauche ich die nochmal? Falls ihr zum Beispiel den Doomsday Heist spielen möchte, dann braucht ihr zum Beispiel diese Basis. Also 40% günstiger, könnt ihr diese Woche zuschlagen. Und jetzt kommen wir natürlich nochmal zu ein paar Fahrzeugrabatten, denn es gibt 50% Rabatt einmal auf den Liberator Monster Truck. Den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen. Der kostet jetzt noch $371.000. Dann gibt es 50% Rabatt auf den Centorno, ein Klassiker aus GTA Online. Der kostet jetzt noch $362.000. Wenn ihr den noch nicht habt, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Kauft euch den Centorno, denn er ist zwar super alt, aus dem Jahre 2013, glaube ich. Dafür hat er aber einfach immer noch eine super gute Performance und halt einfach unarguable ein mega nices Aussehen. Dann gibt es aber auch noch einen Rabatt auf ein weiteres neues Fahrzeug. Das sind nämlich 40% Rabatt auf den Ignus. Hier muss man leider sagen, Ignus, den gibt es nur für die Next-Gen-Spieler, also für PS5 und Xbox Series. Kostet dann $1.659 Millionen. Aber hier kann ich euch auch wieder ganz klar das Aussehen ans Herzen legen, denn das ist wirklich überzeugend. Und zu guter Letzt gibt es noch 3 Fahrzeugrabatte auf folgende 3 Fahrzeuge. 30% Rabatt gibt es nämlich auf den MOC, also die mobile Operationszentrale. Und das ist wirklich eine Sache, da hat man wieder einen Vorteil. Das ist nämlich nicht nur ein Auto, mit dem man fahren kann, sondern ihr wisst es, mit der MOC kann man zum Beispiel unter anderem ganz exklusive Missionen spielen. Man kann aber auch eine Waffenwerkstatt haben, eine Fahrzeugtuningwerkstatt und noch ziemlich viel anderes cooles Zeug. Diese MOC kostet jetzt entweder im Tradingpreis $857.000 oder im Normalpreis noch $980.000, was in beiden Fällen wirklich eine ziemlich gute Sache ist. Und dann gibt es noch 30% Rabatt auf den Tempesta. Der kostet noch $930.000 und zu guter Letzt gibt es 30% Rabatt auf das TAC. Und ich glaube, ich habe es ja nicht übersetzt, das TAC ist, glaube ich, der Hafenschlepper in GTA Online. Ah, Junge, boah, wen wollen die denn verarschen? Also Leute, es gibt 30% Rabatt auf den Hafenschlepper in GTA Online, wenn ihr im Geld schwimmt. Wenn ihr Loot for Games Kunden seid, ne, dann könnt ihr euch gerne diesen Hafenschlepper kaufen. Ansonsten lasst es bitte sein, der ist furchtbar langsam. Er sieht halt cool aus, aber er ist halt wirklich unglaublich langsam. Kostet noch $875.000. Und ich glaube, Rockstar Games wollte uns mit diesem Angebot einfach mal ein
bisschen Troll. Ja, aber gut, Freunde, alles in allem war es das jetzt auch tatsächlich mit dieser neuen Eventwoche in GTA Online. Ich freue mich, dass sie jetzt endlich vorbei ist, denn in meinem Zimmer sind 26,5 Grad. Das ist einfach verdammt warm. Zum Schluss kann man jetzt sagen, ich bin tatsächlich einigermaßen zufrieden mit dieser Eventwoche, denn auch wenn das jetzt nicht die krassesten Geldverdienmöglichkeiten sind, man hätte ja auch zum Beispiel mal wieder doppeltes Geld für ein Heist raushauen können, muss ich trotzdem sagen, ich bin zufrieden, weil es endlich wieder neuen Content gibt, beziehungsweise in Anführungszeichen neuen Content, weil der ja jedes Jahr wiederkommt. Aber es ist einfach trotzdem so, es gibt jetzt endlich mal wieder neue Sachen, die wir seit einem Jahr nicht gesehen haben, und das macht das Ganze ein bisschen erfrischend, wobei natürlich der RT3000 auf dem Podium eine absolute Enttäuschung ist und keine Ahnung, ehrlich gesagt, was sich Rockstar Games da wieder bei gedacht hat. Irgendwas haben sie wohl gedacht. Oder ganz ehrlich, es ist Rockstar Games. Würde mich auch nicht überraschen, wenn die sich gar nichts denken. Aber gut, Freunde, schreibt mir zum Ende jetzt gerne nochmal eure Meinung unten in die Kommentare. Wie findest du denn die neue Eventwoche? Bist du mit ihr zufrieden oder bist du mit ihr nicht zufrieden? Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine Meinung. Und jetzt kann ich zum Ende nur noch sagen, wenn dir das Video gefallen hat, teilt es gerne mit deinen Freunden und Kollegen. Und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.